Willkommen, willkommen zum zweiten Teil der Hoffmann-Ruinen hier. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich dich so nicht aktivieren kann, wie du bist. Hat sie gerade Klatsch-Klatsch gelernt? Habe ich das richtig gelesen? Ein kleiner Teil von mir hofft, dass ich es nicht richtig gelesen habe. Ein anderer Teil von mir ist so, oh ja, bitte, lass die Technik Klatsch-Klatsch heißen. Das fände ich super. Sollte ich aus Versehen hixen, dann tut's mir leid, ich habe gerade einen kleinen Schluck aufbekommen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist so eine Sache, die weiß... Ich warte immer noch drauf, dass ich von den Dingen erwischt werde. Eine Kleinigkeit, die ich mal gelesen habe, die so halb funktioniert, ist, man soll sich dran erinnern... Also quasi dran denken, dass man kein Fisch isst. Also nicht im Sinne von kein Fisch essen, sondern quasi dem eigenen Gehirn sagen, man isst kein Fisch. Das kann jetzt aufhören zu hixen. Oh mein Gott, ich muss die Reihenfolge da auch lernen. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich das finden soll, aber mitunter liegt das halt nur daran, dass es bisher für mich keinen Sinn macht. Aber gut. Oh, Moment, da sind... Ah, jetzt frage ich mich gerade, ob das bei dem anderen auch so war. Das scheint einfach pro Gegner festgelegt zu sein, ob sich Leibwächter aktiviert oder nicht. Ich nehme mal an, sonst hätten sie ihn jetzt irgendwo mal angegriffen. Ja, jedenfalls jetzt. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Rätsel auch so war. Das wird mir irgendeiner, der aufmerksamer ist oder zumindest schlau. In dem Fall. Ich hätte nicht auf den Aufnahmeknopf drücken sollen, wenn ich einen Schluck aufbekomme, aber naja. Aber da war gerade ein Punkt an dem Ding. Ich habe den zweiten Schalter gedrückt. Es wäre aber deutlich schlauer, wenn ich den ersten Knopf drücken würde. Entweder das oder den fünften. Gibt ja nur die beiden Varianten. Das Problem ist halt mit dieser, nennen wir es mal Technik. Ich drücke jetzt einfach mal den fünften, nur um sicher zu gehen, dass das nicht zählt. Und das zählt nicht, okay. Also definitiv der erste. Mit der Fischtechnik ist, man muss halt mehr oder minder konstant dran denken. Und ich denke mal, das ist so ein Ding à la die Ablenkung macht. Was ist der denn explodieren? Wow, was sind diese Schleimpfützen schon wieder? Yeah. Ein paar random Minions. Ich sollte mal irgendwann anfangen zu... Oh nein. Wenn die das öfter einsetzen, werde ich es aber definitiv skippen. Ich meine, sieht ja hübsch aus und so, aber unterbricht den Kampfflow ja völlig. Ich weiß halt nicht, ob ich sie dafür loben oder tadeln soll, weil, ne, eigentlich ist das ja eine gute Sache. Ich habe keine Ahnung, hat das hier was aufgebrochen oder was? Denke mal, ja. Nein! Anyway, ich glaube, mir geht's wieder besser. Der Schaden ist aber auch lächerlich gering, ne? Oh mein Gott, sie wird jetzt immer einsetzen. Ah, nein. Ist gerade eher so schnell fertig werden, bevor sie das einsetzt. Bevor der ganze... Ah, sie setzt das nicht immer ein. Ah, Gott sei Dank. Ich meine, könnte halt schlimmer sein, aber... Es nutzt halt nichts, ne, wenn es immer einsetzt und der Schaden relativ gering ausfällt. Oh, wow.
habe die Gegner kaum gesehen, dass sie gespawnt sind und man hörte nur noch tschatsching. Und ich meine, auf der einen Seite fand ich das sehr, sehr gut, auf der anderen Seite, meine Güte. Gegner tun mir schon etwas leid. Oh, ein kleiner Gegnerkampf, ganz alleine. Ein paar random Minions, ja, ja. Ich meine, mein Schwert hat Lähmung. Ich habe nicht das Gefühl, dass Lähmung irgendwie durchkommt, aber... So, den drücken wir. Und den drücken wir, weil das Nummer 1 ist. Und jetzt werde ich wieder überrascht. Dammit. Die sind hinter uns, ja, ja. Naja, aber ich wenigstens irgendwas, worauf ich mich freuen kann, ne? Kann ich... wieder daran arbeiten, meine Anzeige zu füllen. Das ist ja... Woohoo, yay, große Freude. Oder auch nicht. Aber eben halt auch kein großer Nachteil oder so. Aber ja, wenn wir hier aus dem Dungeon rauskommen, da könnte ich eine Menge Zeugs kaufen. Und habe doch nichts... wofür ich das Geld ausgeben könnte. Wobei, wir könnten ein paar Schmiedehämmer kaufen und gucken, was wir aus den restlichen Sachen schmieden können. Prinzipiell würde mich besonders Mithril interessieren. Aber das wäre dann so ein zumindest Speicherding, ne? Dass da bloß keine Duplikate unbedingt kommen oder... dass ich halt zumindest kein Betrieb verschwende, weil irgendwas nicht geschmiedet wird, oder. Wo ist Schengen geblieben? Achso, ja. Kabum. Um wenigstens mal reingucken zu können, ob hier was ist. Und es ist Schmuck. Fragezeichen. Einschätzen. Was zum Henker ist das? Lichtkreuz, ein Schmuckstück voller starker Magie, das die MP des Trägers verdoppelt. Wow. Eigentlich gar... Also ich stelle das gerade so lächerlich her, aber... oder hin, aber... eigentlich ja gar nicht mal verkehrt. Cindy, mach das mal. Echt jetzt? Für einen Moment wollte ich sagen, für einen Topfdeckel, aber ja, ja, offensichtlich ist es... was viel besseres gewesen. Orichalkos, hey. Offensichtlich ist es ein Runenbuckler, aber hätte auch ein Topfdeckel sein können. Ich habe jetzt gerade gefragt, ob ich ihn tatsächlich falsch rum berührt habe, obwohl ich am Laufen war. Aber nein, alles gut. Ich würde so gerne mal von der Lore angefahren werden. Und wenn ich jetzt warte, müsste sie kommen, aber ich glaube, außerhalb des Kampfes wird da nichts passieren. Und ja, ich weiß, dass das Bedürfnis, von einer Lore angefahren zu werden, irgendwie merkwürdig ist, aber mal ehrlich, warum nicht? Feenlicht hat sie gerade gelernt, guck an. Ich weiß, dass du das schaffen kannst, Ashton, deswegen lasse ich euch alles geben. Yay. Geht tötend los. Ja, tötet sie. Außer ihm. Auch okay. Ich wünschte, es gibt einen Overworld-Angriff, den ich durchführen könnte, um quasi auch den Leibwächter-Move zu machen, aber ich meine, ich hab's ja jetzt schon super einfach, also was soll's. Das ist Nummer 3. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob es unten 4 ist oder oben. Was zum Henker? Warum waren da kleine fliegende Teddybären? Weird. Das ist 5. Ja, wäre schlau, wenn ich mir Dinge merken würde, aber nein, tue ich nicht. Tötet sie alle!
Denn ich habe keine Lust zu kämpfen. Ihr macht das schon. Und wieder rückwärts. Ich finde das so unterhaltsam. Die Gegner sind schwächer als ich. Normalerweise würden sie mich nicht angreifen, aber weil ich sie beschworen habe, greifen sie mich an. Und trotzdem rennen sie halt quasi alle in ihren Ruin rein. Stufe 66 für Rainer schon wieder. Angefangen müsste sie das Video auf Dingens haben, auf Level 61. Also. So ein bisschen, könntet ihr mal den Weg freiräumen? Könntet ihr den da umbringen? Danke sehr. It's all here, and I found it! I think we all pitched in on this effort, Leon. Yes, I suppose you didn't do as terribly as I expected. Man, what a brat! Oh, I don't know. I'm starting to find his act kind of cute. Hey, don't go too far ahead, Leon! The pendant! Huh? I think there's a faint light coming from it. That'd be the ore doing its work, wouldn't it? Come on, lady. Let's just get this ore and get out of here. Leon, behind you! Was wäre so ein Dungeon ohne komischen Zwischenboss? Wobei ich unterhaltsam finde, dass sie ihn sofort ankommen. Ja, was für... kleine normale Minions wieder hier. Selbst ein Boss interessiert meine Charaktere nicht mehr. Oder sie können es nicht mehr unterscheiden. Ich weiß nicht, was jetzt insofern schlimmer ist. Auf jeden Fall ist es so oder so eine große Demütigung für die Gegner. Südkreuz erlernt. Hey. Yeah, I think so. Wait, where's Leon? He was just here a moment ago. Leon, what happened? That monster! I've never seen anything like that. Not even in my books! Ha, guess you can't learn everything from the textbooks, huh? Oh, come on! Claude, we should just get this ore we came here for and get back. Yeah, enough playing around. This should work. What's the pendant looking like now, Reyna? It's back to normal. It must have reacted with the ore in here somehow. Weird. I wonder what that pendant's made of. Here, Leon. This is the ore you wanted, right? Hang on to it. Oh, okay. The soldier's waiting for us on the coast. Let's go. Erz der Hoffnung und da fein, ich kämpfe jetzt schon. Und den Energiestein haben wir uns auch angeeignet. Beziehungsweise der Energiestein ist das Erz der Hoffnung. Haben wir gut gemacht. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Eigentlich quasi. Pi mal Daumen sozusagen. Yeah. Ich hätte allerdings fast gedacht, dass es hier irgendwie noch mehr Ebenen gibt. Aber nö. Kann ich mich rausporten? Kann ich eigentlich dann theoretisch direkt wieder weg? Nein. Doch. Also halt. Darf mich nicht zur Hoffmann Küste teleportieren, aber ich darf mich nach B1 teleportieren. Okay, immerhin ein großer Teil des Oh, 1F, Entschuldigung, nicht B1, sondern 1F. Auf jeden Fall können wir ein kleines Stückchen des Dungeons skippen. Also quasi den Rückweg. Das komische Hintergrundgeräusch erinnert mich so ein bisschen an Metroid. Witzig. Was ich mal ausprobieren wollte, was wir nie gemacht haben. Wir haben es gelernt und dann nie gemacht. Rufe Häschen. Rufe ein Häschen, um schnell auf der Weltkarte voranzukommen. Je größer die Fertigkeitsstufe, desto größer die Wahrscheinlichkeit. Ah.
Häschen verdoppeln das Bewegungstempo und ermöglichen das Erklettern von Bergen und Wasserfällen. Beim Häschenreiten erscheinen keine Gegnersymbole. Viele Orte können nur per Häschen besucht werden. Natürlich hört es auch Rainer. Oh mein Gott. das sieht so falsch aus. Aber ja, wen interessieren schon Berge, ne? Das erinnert mich so sehr an den Chocobo aus Final Fantasy 9. Was glückliche Flashbacks sind sozusagen. es ist super. Gibt es jetzt zufällig so ein komisches implodierendes Teil, wo ich mich mal dran versuchen könnte? Nur um zu sehen, wie krass ich unterliege oder so? Nein, gerade nicht. Wow. Wird einem fast schlecht bei werden. Mithril, hey. Apropos Mithril. Ah, ich kann auf PC nicht speichern. Na, machen wir das gleich, wenn ich fertig bin hiermit. Also, es ist... Das sieht einfach so falsch aus. Es ist schon super. Komm schon, Häschen, wir müssen Berge besteigen. So weird. Und verflucht schnell ist es, das muss man ja auch dem Hasen mal lassen. Ich werde definitiv dann gleich nochmal nach Alia oder so gehen, weil irgendwo da in der Gegend war so ein Gegnersymbol. Ich hätte jetzt schon mal... Also so eine Rauchwolke, die da rauskam. Ich würde zwar gerne ausprobieren, ob ich dagegen ankomme oder nicht. So auf Anhieb, was ich hier gesehen habe, sind wir zumindest fertig mit Schatzruhe. Weird. Cool, aber weird. Kollege, wir sind wieder da. War witzig. You're back. How did it go, sir? All according to plan. We've mined the ore, and the liqueur hope's as good as done. Brilliant, Dr. Guest. Did something happen to Dr. Guest? No, I don't think so. Welcome back, Dr. Guest. It must have been a hard journey. Not really. I told you I could have done it by myself. Well, now it's time to bring the ore to our king as quickly as possible. Okay. Jetzt lacht sie so. Okay, aber ich habe andere Pläne. Also, minimal andere Pläne. Ich bin heute ein bisschen verschleimt. Es tut mir leid, wenn euch das stört. So, Angelmission 3 auch abgeschlossen, dann leuchtet da unten zumindest Mission nicht mehr, sei denn ich habe was gemacht. Verstärkungsaktionen? Schatzfinder? Hätte ich gerne in echtem Leben. Könnte ich ein Schatzziel einfinden? Schätze erscheinen auf der Minikarte. Okay, das finde ich gut. Da ist nichts mehr. Einmal nach Alia. Und dann versuchen wir es nochmal mit dem Kanickel-Ding. Beziehungsweise, bevor ich das mache. Erstmal. Erstmal immer das machen, was man meistens, oder was ich gerne vergesse, das Speichern. Dann können wir die Schmiedekunst machen und ich habe keinen Hammer mehr. Stimmt, ich habe keinen Hammer mehr gekauft. Ugh. Dann machen wir das andere zuerst. Auch okay. Ist ja End. Ohne... Frick. Das war mein Fehler. Aber ohne Witz... Dieses Kanickel hört nur auf Frauen. Punkt.
Kann ich irgendwie... Was ist der Knopf? Der Knopf. Ah. Also entweder gibt es hier keine Schätze oder das ist nicht Minikartenmäßig genug und sie meinen dann wirklich die in Kämpfen. Naja, in Dungeons, nicht in Kämpfen. Ist hier doch kein... Nope. Dich kann ich gut gebrauchen. Nein, eigentlich nicht. Ist hier doch keiner in der Nähe? Ich dachte, hier wäre einer. Egal, jetzt verschwenden wir ein bisschen Zeit mit Häschen. Sind nicht aller Tage, dass ich auf einem riesigen Kanickel durch die Gegend reite, um Sachen zu finden. Magische Leinwand, ja, ja, perfekt. Oh, ein einzigartiger Ort hier, einfach mal so mittendrin. Korallenriff? Ein Korallenparadies, eine Riffkolonie in einer ruhigen Ecke des Ex-Helana-Ozeans. Die Korallen beherbergen viele Arten von Meereslebewesen und halten das marine Ökosystem wie ein Schutzgott instand. Cool. Könnte ich angeln. Ups. Monster guckt mir auch einfach beim Angeln zu, finde ich gut. Sieh zu und lerne. Klar, Himmelforelle, okay. Und jetzt können wir wieder das Häschen rufen. Ja, Kerle. Ach, guck mal. Nichtsdestotrotz. Oh, das erinnert mich in irgendwo bei La Cour war irgendeine Truhe, wo ich nicht wusste, wie man da hochkommen sollte. Wahrscheinlich ist es mit Häschen. Bei der Power of Kanickel. Trotzdem hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne. Das schwören kann, so eine komische Todeswelle gab es auch irgendwo hier in der Nähe. Ich finde es übrigens super, dass ich auf einem Berg Meeresfrüchte finde, aber hinterfrage ich es? Nein. Und so weit kommt das noch, dass ich hinterfrage, was ich finde. Nein, nein, da. Ich wusste doch, dass zumindest irgendwo irgendwie sowas ist. Das ist eine dumme Idee. Also mach das nicht nach, würde ich mal behaupten. Aber ich würde es zumindest mal ausprobiert haben. Besonders mächtige Gegner, die nur auf der Weltkarte erscheinen. Sie sind alles andere als einfach zu bezwingen. Der Sieg enthüllt besondere Belohnungen. Aus diesen Kämpfen ist keine Flucht möglich. Let's go! Okay, er hält was aus. Hättest du. Der ignoriert mich komplett. Also ich würde behaupten, dort kann den Solon. Sieht nämlich sehr danach aus. Oh ja, Victory! Funktioniert. Macht es mir nach, es funktioniert. Gebrochen habe ich ihn sogar auch. Yeah! Okay, 29. Abstaumtöter.
Das ist die Belohnung, die ich dafür kriege. Abschaumtöter, wirklich. Was ist ein Abschaumtöter? Töte sofort alle Gegner, deren Namen das Wort Abschaum beinhaltet. What? Okay. Besiege einen Wettenboss. Oh, ein Fiedeljuwel. Die mysteriöse Kraft, die dem Juwel innewohnt, erweckt in Erinnerung an den Sternenozean. Fiedel. Wird das ausgesprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Ist egal. Der Protagonist von Star Ocean 5 ist dem Kampf beigetreten. Irgendwann muss ich das auch nochmal spielen. Ich hatte es mir mal vorgenommen, weil ich mich an eigentlich gefühlt nichts davon erinnern kann. Dass sie mich überhaupt angreifen wollen, aber ja klar. Ja. Ah, verwende 5 von den Häschenrufen. Yay. Okay, cool. Gehen wir wieder nach Hilton. Um das andere zu machen, was ich eigentlich machen wollte. Aber ich wollte unbedingt mal so einen Weltenboss ausprobieren. Und hey, es hat funktioniert, also bin ich im Recht, würde ich mal behaupten. Moment, lasst mich mal einfach mal mehrere Sachen kaufen. Das ist ja sonst hier wieder... Ich würde mal sagen, ich habe das Geld, also kann ich mir das leisten, was ich hier mache. Nicht nachmachen, wenn ihr kein Geld habt, nehme ich an. Aber ansonsten... kochen können wir auch mal ein bisschen hier. Um mal zu gucken, ob wir alles bekommen können. Wir hauen hier alles raus. So, Schmiedehämmer, die hätte ich gerne. Ja, Tierfutter, warum nicht? Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Nein. Nein. Warum ist denn unbedingt auch Start das Bestätigen fürs Kaufen? Ich meine, gut, dass ich habe Dreieck gedrückt, ist sowieso... Ich habe nicht eine Wasserbeere? Ach so, ein Antigift. Na ja, gut. Videospiel, richtig spielen. Obwohl, wer sagt mir denn, dass das, was ich hier mache, nicht richtig ist, ne? Das ist pur Star Ocean, wie es damals war. Ich weiß nicht mehr, wann das aufgehört hat, so zu sein wie jetzt. Gib insgesamt haufenweise Geld aus. Kriegst du Geld für. Okay, gucken wir mal. So, gespeichert habe ich. Habe ich. Okay. Quatsch. So, Schmiedekunst. Normal. Wir wissen, dass Meteor noch eine Sache geben würde. Ne? Das wäre zum Beispiel jetzt schon das Ausprobieren, ob ich das bekommen kann. Ist aber wieder nur ein Umhang der Sterne. Wobei der halt nicht schlecht wäre. Aber ich würde gerne wissen, was das andere ist. Genauso wie wir hier einfach mal machen. Mithril-Kleid, Kleid, Mantel... Ist aber nicht besser als irgendwas von denen, was wir jetzt schon haben, was echt traurig ist eigentlich. Und dann habe ich kein Betrieb mehr. Ich verstehe, worauf das hinausläuft halt. Ne? Das ist dann wieder das typische Laden. Wieder gucken, ob ich jetzt das bekomme, was es gibt und so weiter und so fort. Das ist halt nie sonderlich spannend. Mithril-Schild, Mantel, Mithril-Kettenhemd. Jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendwas davon besser ist. Also ein Schild und ein Hemdmantel, okay. Könnte man gebrauchen. Und damit wissen wir jetzt, glaube ich, alles, was es gibt, ne? Den Schild. Ich hätte gerne also ein Schild, ein Kettenhemd und wenn es hochkommt, ein Mantel. Und darauf kann ich jetzt aufbauen. Solche Sachen können wir da machen, das ist immer schön. Ob ich das gleich noch haben werde, wenn ich das komplett geladen habe, weiß ich nicht. Aber ihr versteht, was ich vorhabe. Und damit können wir mal eben kurz gucken. Gegnerfibel.
195 Gegner gibt's und das war untrainierter Ultra-Angreifer? Nehme ich mal an. Soll das heißen? Aber hey, nice. Ein Weltenboss besiegt. Oh, Zandor. Ich erinnere mich. Ich würde gerade sagen, was ist ein Zandor? Wo kommst du her? Alan Tux. Ja. Das ist eine merkwürdige Reihenfolge, die sie hier mir vorlegen. Moment, wo sind die Teddybären? Welpe. Ah. Oh. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video zu Star Ocean hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann kommentiert doch, warum dem Ganzen so war oder kommentiert, warum dem nicht so ist. Außerdem lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, um bloß keine weiteren Videos zu verpassen und noch ein herzliches Dank an meine Patreons für die Unterstützung. Bye bye!